Hey, viele von euch kennen das Finde Zukunft Journal. Das ist jetzt in dem Fall das Blanko-Journal, das wir jedem Finde Zukunft Buch beilegen. Und wir sagen auch immer, wenn ihr das vollgeschrieben habt, dann könnt ihr euch bei uns melden, weil dann schicken wir euch ein weiteres Blanko-Journal zu, weil wir das Schreiben darin so wertvoll finden. Und nicht nur wir finden das wertvoll, nein, auch die Forschung sagt das schon seit Jahren, dass das wertvoll für uns ist. Ob nun expressives Schreiben, Journaling, freies Schreiben oder das Schreiben aus dem Unterbewusstsein. Ich sage auch mal, ich mache das morgens gerne und ich bin immer erstaunt, wie schon vor dem ersten Kaffee, und ich brauche so morgens zwei, drei Kaffee, was da alles rauskommt bei mir. Das ist wirklich eine tolle Technik, um so Unterbewusstes sich bewusst zu machen oder auch über gewisse Fragestellungen oder auch über Erfahrenes, über Emotionen sich klarer zu werden. Und einer der führenden Forscher, das ist der Professor Pennebaker, der hat da schon ganz früh drüber geforscht. Und heute kam aus meinem Second Brain, aus meinem Readwise, ein Zitat aus seinem Buch und aus seiner Studie. Und mich hat das nochmal so bewegt, weil er das nochmal anders beschreibt, als wenn man so einen Studienreport liest, den ich euch auch mitgebracht habe. Weil er sagt selber, wie bewegt er damals war von der Situation, von den Menschen, die sie als Forschungsinstitut begleitet hatten. Und zwar haben über 100 Menschen in einem IT-Unternehmen ihren Job verloren. Und dann haben sie die im Prinzip mit zwei Gruppen begleitet. Die eine Gruppe sollte darüber schreiben, ganz amerikanisch, wie er sagt, wie ich jetzt besser im Zeitmanagement werde. Und die andere Gruppe konnte frei schreiben, expressive schreiben, wie sie sich fühlten, wie sie die Situation empfunden haben. Und die Forscher waren so mutig und haben drei Thesen aufgestellt. Die erste war, dass die Menschen, die über ihre Emotionen schreiben könnten und würden, dass die eigentlich ein besseres Stressbewusstsein hätten. Sie würden besser mit Stress umgehen, Stress bewältigen können und sie hätten ein allgemein besseres Wohlbefinden. Die zweite war, dass sie vielleicht auch mehr Motivation entwickeln würden, einen neuen Job zu finden. Und das dritte war, und da wird es wirklich hart von der Messung, dass vielleicht sogar mehr Menschen, die über ihre emotionale Erfahrung schreiben würden, einen neuen Job finden würden. Was glaubt ihr, wie es ausgegangen ist? Das Erstaunliche war, dass aus diesen beiden Gruppen tatsächlich 50 Leute, die frei geschrieben haben über Emotionen, einen neuen Job fanden, hingegen aus der Gruppe mit dem Zeitmanagement nur 20. Ich finde es immer fast schwierig zu sagen, naja, du bist einfach erfolgreicher mit Journaling, du bist erfolgreicher mit dieser und dieser Methode. Aber anscheinend setzt das so viel an uns frei, hier das freie Schreiben, dass wir uns klarer werden über das, was wir erlebt haben, dass wir das besser verarbeiten können. Und wenn wir dann in eine neue Situation hineingehen und zum Beispiel gefragt werden, wie war denn das mit Ihrem letzten Job und wie haben Sie das verarbeitet, auch viel, viel klarer dazu Auskunft geben können. Wir sind reflektierter und es formt unsere Sprache sehr deutlich und macht uns viel klar, was in uns los ist. Warum erzähle ich dir das alles? Wenn du in dieser Zeit manchmal einfach überfordert bist von diesen Nachrichten, wenn du manchmal das Gefühl hast, dass einfach alles gerade zu viel ist, dass so viel los in deinem Kopf und auch so viel los in dir emotional, wenn du das Gefühl hast, du musst eine Entscheidung treffen, du weißt nicht genau, in welche Richtung soll das gehen. Versuch doch einfach mal dieses freie Schreiben. Denn du brauchst dazu nicht viel. Du brauchst noch nicht mal unser Journal. Vielleicht einfach ein Stück Blatt Papier. Einen ruhigen Ort, an dem dich vielleicht auch niemand sehen und beobachten kann. Das ist wirklich dein geschützter Raum. Und schreib mal auf, wofür du dankbar bist. Was du gerade so erlebst. Schreib dir einen Brief aus der Sicht eines guten Freundes, wie er deine oder sie deine Situation erleben wird. Schreib dir Listen auf, was Vorteile oder Nachteile sein könnten, dich für eine oder andere Sache zu entscheiden. Und schreib dir darüber auf, was für dich sinnvoll, sinngebend sein könnte, was für dich die Situation zu einer guten Zukunft machen könnte, vor der du vielleicht gerade stehst. Du siehst, es gibt zahlreiche mögliche Impulse und das Internet ist auch voll mit guten Ratschlägen. Ich möchte dir an der Stelle raten, es gar nicht zu kompliziert zu machen. Fang einfach an zu schreiben, Stück Blatt Papier, ein Stift und damit kannst du beginnen. Und die Forschung sagt uns, dass das sehr, sehr gut für uns ist. Egal, ob wir ganz praktisch werden wollen, einen neuen Job finden wollen oder einfach zur Reflexion unseres inneren Gefühlslebens. Wir hoffen, es war sinnvoll für dich und wir sehen uns bald wieder hier. Bye.